Agiles Projektmanagement oder klassisches Projektmanagement? Welche Managementmethoden im Alltag wirklich funktionieren, weiß Dr. Katrin Schickhoff, die Gründerin von Projektmanagement für Experten und ist unser Gast heute beim Business Talk am Kudamm. Frau Dr. Schickhoff, schön, Sie wiederzusehen. Sie waren ja schon mal bei uns zum Interview. Dabei ging es um Projektmanagement und jetzt wollen wir in dieses ganz große Thema auch noch mal etwas tiefer einsteigen. Also schön, Sie wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Frau Dr. Schickhoff, Sie sind Ingenieurin und Sie beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit Projektmanagement und auch mit Projektleitung. Aus Ihrer Sicht, was sind denn die wichtigsten Ziele im Projektmanagement? Wir machen ja immer dann Projekte, wenn wir ein Vorhaben haben, was in der normalen Struktur wahrscheinlich nicht so gut zu erreichen ist. Das heißt, wir wollen mit dem Projektmanagement effizienter, schneller inhaltliche Ziele erreichen. Und das bei kleineren Projekten, das kann der private Garagenbau sein, oder eben auch bei Großprojekten, wie wir sie hatten, die Einführung der Gesundheitskarte oder andere. Mhm. Beim Projektmanagement gibt es zwei große Schulen, ja, so zwei Richtungen. Einmal das klassische Projektmanagement und dann aber auch das agile Projektmanagement. Um erst einmal da so ein bisschen zu verstehen, was das bedeutet. Wo sind die Unterschiede bei diesen beiden Ansätzen? Das klassische Projektmanagement ist ja letztendlich auch schon sehr, sehr viel älter und geht davon aus, dass wir ein Vorhaben von Anfang bis Ende zunächst erstmal durchplanen, durchdenken vom Inhalt, von den Kosten, von den Terminen, von all dem, was zu machen ist, Ressourcenplanung und alle diese ganzen Geschichten. Das führte dann dazu, gerade auch bei Softwareprojekten, dass wir heute was planen mussten, was in 5 Jahren fertig sein sollte. Und in 5 Jahren hat sich gerade so in der Softwareentwicklung, auch in der Technik, die dahinter steckt, so viel entwickelt, dass damit dann zwar vielleicht die Ziele erreicht worden sind, aber in der Zwischenzeit hatte sich die Technik weiterentwickelt. Also hatten wir ein Ergebnis, was sozusagen auf der Planung von vor 6 Jahren beruhte und das hat einfach nicht mehr gepasst. Mal ganz davon abgesehen, dass manchmal auch Ziele von Projekten nicht erreicht werden. Also haben sich gerade die Softwareentwickler hingesetzt und gesagt, nee, das muss anders gehen, weil wir müssen die Änderungen mit einarbeiten. Und dadurch sind diese agilen Methoden entstanden, die zunächst erstmal fast genauso anfangen. Wir überlegen uns eine Produktvision, wie ist das Umfeld, aber dann geht es anders los, weil dann wird nämlich erstmal geguckt, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, was wollen die Nutzer wirklich haben. Und es wird sozusagen nicht das gesamte Projekt von vorne bis hinten durchgeplant, sondern es werden immer nur kurze Sequenzen. Beim Scrum sind es so 2 bis 4 Wochen geplant und das dann tatsächlich auch sofort in funktionierende Software umgesetzt. Das heißt, wir haben nicht den Punkt von Anfang bis Ende, sondern wir gehen so inkrementell vor, so Schritt für Schritt und gucken immer, dass wir immer was haben, was funktioniert. Und damit können natürlich auch Änderungen, die sich im Verlauf des Projektes ergeben, viel einfacher eingebaut werden. Die Anhänger der agilen als auch der klassischen Projektmanagementmethoden, die argumentieren teilweise sehr, man kann fast sagen, dogmatisch. Sind denn diese Ansätze wirklich so gegensätzlich? Ich bin ja schon relativ lange in dem Bereich Projektmanagement tätig und ich gebe ehrlich zu, als das Agile kam, habe ich gesagt, wozu das denn? Okay. Wenn man das klassische Projektmanagement richtig macht, dann kann man diese Veränderung auch da reinbringen. Mag vielleicht ein bisschen überheblich sein, aber in der Zwischenzeit habe ich auch gelernt, dass im Agilen viele Aspekte drin sind, die nützlich sind auch in vielen anderen Bereichen. Schon der erste Punkt ist, ja, ich frage die Anwender direkt, was sie brauchen in ihrer Rolle und warum. Ich bringe die Entwickler und die Anwender direkt zusammen. Die Entwickler, ich spreche immer von Entwicklern, weil es aus der Softwareentwicklung kommt, planen oder arbeiten als Team konzentriert an dem einen Projekt und planen verantwortlich selbst. Das heißt, da ist auch viel kürzerer Weg zwischen dem, der es nutzt und dem, der es entwickelt und auch von der Planung her. Wir haben regelmäßige Reviews, damit Fehlentwicklung im Sinne von geht in die falsche Richtung,
auch sofort korrigiert werden kann. Was ich am Agilen auch sehr, sehr schätze, ist neben diesen produktorientierten Sachen auch, dass sie mit diesem Review oder an dem Tag, wo Review ist, auch immer noch mal gucken, wo können wir unseren Prozess verbessern. Mhm. Und das sind Dinge, wo ich sage, warum nehmen wir die nicht auch ins Klassische? Und umgedreht, natürlich brauchen wir auch im Agilen eine Umfeldanalyse, weil sonst leben wir im luftleeren Raum. Und natürlich brauchen wir eine Idee, wo wir hinwollen. Und natürlich brauchen wir auch eine Organisation im Sinne von, was muss denn wie hintereinander in den Inhalten, damit es insgesamt noch ein Bild gibt. Also wahrscheinlich ist das so und so wird es auch häufig gemacht. Wir haben einen groben klassischen Rahmen und in der Umsetzung dann auch agil zu sein. Ein ganz wesentlicher Unterschied ist auch noch, und der ist wirklich wichtig, wir haben im Projektmanagement, im Klassischen haben wir einen Projektleiter, eine Projektleiterin. Ich nehme jetzt mal Scrum als ein Beispiel für agil. Die haben diesen sogenannten Product Owner und den Scrum Master. Das heißt, die Leitungsfunktion ist auf zwei Personen quasi verteilt. Das kann gut sein, kann aber auch manchmal zu Spannungen führen, wie das so ist, wenn zwei Leute zusammenarbeiten müssen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es gar nicht darum, sich zwingend für eine der beiden Schulen oder Richtungen zu entscheiden, sondern eher die besten Werkzeuge auszuwählen. Wie empfehlen Sie denn, bei der Auswahl der Methoden vorzugehen? Ich persönlich danke für diese Frage, weil das mit dem Werkzeug kommt genau zu meinem Bild. Ich sage, Projektmanagement ist wie ein großer Werkzeugkasten. Und je nachdem, was ich für ein Projekt habe, dementsprechend wähle ich die Methoden aus. Wenn ich nur ein kleines Projekt habe, brauche ich vielleicht nicht alle großen Werkzeuge der Informationsbeschaffung. Aber was ich immer brauche, ich muss mal wissen, wo ich hin will und muss überlegen, welche Arbeitsschritte, Arbeitspakete muss ich machen. Und dann, je nachdem auch, was das Umfeld ermöglicht oder auch das Projekt, kann ich auch nochmal entscheiden, mache ich Teile agil, mache ich es im Gesamten agil. Es setzt nur voraus, das setzt Projektmanagement immer voraus, dass die Führungsebene in dem Unternehmen, sagen wir im Unternehmen und in der Organisation, das Projektmanagement auch als solches anerkennt. Dass nämlich ein Projektleiter eine Verantwortung hat fürs Projekt, dass er auch die Kompetenz hat, in dem Projekt Entscheidungen zu fällen. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Wenn die Führung sowohl agil als auch klassisch akzeptiert, kann das sehr, sehr gut funktionieren. Weil gerade beim Agilen können wir noch nicht so genau sagen, wann wir fertig werden. Und das ist natürlich für Auftraggeber eine etwas schwierige Situation. Ja, verstehe. Sie unterstützen Unternehmen bei der Ausbildung von Projektleitern und auch von Projektmanagern. Was für Formate bieten Sie da genau an? Ich sage am liebsten mache ich Präsenztrainings. Natürlich unter Corona-Bedingungen mache ich sie auch online und ich werde sie auch weiter online anbieten, weil sie auch nochmal eine Möglichkeit bieten, gerade wenn ich örtlich nicht kann oder so. Warum aber Präsenz? Weil wir dann im Lernen wirklich alles zur Verfügung haben. Nicht nur den Kopf, sondern den ganzen Körper. Wir kriegen sehr viele Informationen unbewusst und deshalb sage ich, Präsenz ist insofern besser, weil vollständiger. Das andere geht auch, aber so. Das ist das eine. Das zweite, was mache ich? Es gibt so 2 bis 3 Tageskurse, wo wir einfach mal die Methodik machen. Das ist insbesondere gut, wenn ich sage, ich will erst mal wissen und vor allen Dingen auch sehr, sehr gut für Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn es macht wirklich einen Unterschied, ob die Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wissen, wie Projektmanagement funktioniert oder nur der Projektleiter. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie Teams funktionieren, wenn die alle sozusagen wissen, wie es geht. Ich habe es gerade vor ein paar Tagen wieder gehabt. Es ist einfach nur faszinierend, weil dann geht alles so in die eine Richtung. Neben dem ist dann eins meiner Lieblingsthemen die Projektleiterausbildung, weil der Projektleiter einfach eine entscheidende Funktion am Gelingen des Projektes hat. Und genau deshalb müssen die meines Erachtens genauso ausgebildet werden. Und eben unter diesem Spezialpunkt Projekt, anders als Führungskräfte in der Linie, habe ich als Projektleiter keine disziplinarische Macht. Ich muss also anders führen und genau das lehre ich neben den Tätigkeiten der Methodik, dass Projektleiter wirklich führen können.
Und die letzte Frage, die ich dazu noch habe, worauf legen Sie bei der Ausbildung der Teilnehmer ganz besonderen Wert? Ich finde es immer faszinierend. Ich möchte eher antworten mit dem, was meine Teilnehmer sagen. Mhm. Und das letztens sagte eine nach dem Kurs, weißt du, was wirklich wichtig ist, dass du mir nochmal gezeigt hast, wie man systematisch auch zu Ergebnissen kommt. Also dieses Thema systematische Planung und auch Systematik in den sogenannten Soft Skills. Wie kriege ich saubere Kommunikation hin? Welche Methodik nehme ich zur Moderation eines Workshops? Gehört genauso dazu wie die Frage, wie mache ich jetzt einen Plan? Und mit dieser Systematik und mit der dann sozusagen auch ein bisschen spielerisch umgehen können. Wenn Sie das schaffen, dann ist es wirklich gut. Ja, und dann bekommen Sie auch ein Kompliment zurück, wenn die Teilnehmer das umsetzen können und natürlich ihre Projekte auch zielführend beenden können. Frau Dr. Schickhoff, schön, dass Sie heute wieder da waren beim Business Talk am Kudamm und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank.